Herr Dr. Krieg, Jahrgang 1938. Welche wichtigen Erfindungen sind in diesem Jahr gemacht worden? Da sagt Wikipedia, Otto Hahn entdeckt die Spaltbarkeit des Urankerns, Chester Carlson erfindet das Fotokopiergerät und Eckelberry Dupont erfinden das Nylon. Welche dieser drei Innovationen aus Ihrem Geburtsjahr sind denn für die Menschheit die segensreichsten aus Ihrer Sicht? Ich weiß nicht, ob segensreich das richtige Wort ist. Ich persönlich glaube die Kernspaltung. Die Kernspaltung? Weil die Kernspaltung Kriege verhindert hat, einen beendet. So schlimm das auch war. Ich bin auch weiterhin davon überzeugt, als Ingenieur sollte ich das auch sein, dass ohne die Kernenergie die Energieprobleme der Welt nicht zu lösen sind. Es macht schlicht und einfach keinen Sinn, die fossilen Brennstoffe zu verheizen. Ich nehme nur ein Beispiel. China verheizt 50% des gesamten Kohleverbrauchs der Welt und plant 360 Kohlekraftwerke. Wie viel CO2 da in die Luft geht, das ist unvorstellbar. Ist damit die Frage schon beantwortet, welche der drei Erfindungen Sie am liebsten gemacht hätten? Am liebsten würde ich sagen, hätte ich Nylon erfunden. Aber wegen der Strümpfe? Ich glaube, die Beine sind wichtiger als die Strümpfe. Ich sage das, weil man, das hat ja die Welt bewegt, diese Erfindung. Ich glaube, wir sollten auf viel kleinerer Basis froh sein, dass wir Hunderttausenden von Menschen mit Nierenversagen am Leben erhalten können und ein lebenswertes Leben ermöglichen. Dann sind wir aber auch schon bei den Lebensstationen. Eine irre Menge von Orten, bevor Sie überhaupt erst mal 10 oder 15 Jahre alt geworden sind. Also Sachsen, Böhmen, Mecklenburg, Pommern, Sachsen-Anhalt, Ostwestfalen. Wie kam es zu diesen vielen Lebensstationen im frühen Leben von Gerd Krieg? Na, im frühen Leben war es der Krieg. Ich habe den Krieg ja noch sehr bewusst erlebt. Viele Tote gesehen, viel Hunger gelitten. Als Kind? Als Kind, ja. Ich war ja 7 Jahre, 10 Jahre. Anfang 45 haben wir Kartoffeln gepflanzt auf die Frauen des Dorfes, weil die Männer waren ja im Krieg. Und meine Mutter war mit mir dort und dann kamen die russischen Tiefpfleger und haben die Frauen niedergemäht. Oder ich war in der Tschechei in einem Internierungslager und unten war ein Kriegsgefangenenlager. Und da haben die ganze Nacht die deutschen Soldaten geschrien, weil sie gefoltert worden sind. Und am anderen Morgen sind sie aufgehängt worden. Und wir Jungen haben da oben gesessen und haben zugeschaut. Was hat das mit Ihnen gemacht? Das hat mich hart gemacht. Also ich nehme das Leben nicht mehr so emotional. Kann man sich dann aber trotzdem noch eine weiche Seite dann retten? Aber selbstverständlich. Ich bin emotional. Wie sind Sie nach Prag gekommen als Kind? Wir sind ganz einfach eingesammelt worden und dahin deportiert worden. Von den Tschechen. Was hat einen dort dann erwartet? Ja, wir waren in einem Lager und wurden interniert, wie das so ist. Die Mutter, Vater? Mein Vater war im Krieg. Meine Mutter und die Frauen mussten in einem tschechischen Presswerk arbeiten. Meine Mutter hat sich da den Daumen abgestanzt zum Beispiel. Und danach sind wir wieder zurück und von dort aus nach Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow gekommen. Also ich bin mit 10 Jahren das erste Mal in die Schule gegangen, um Sie mal das zu zeigen. Und Sie haben Tschechisch sozusagen als erste Sprache? Ja, ich habe konnte Tschechisch, ja. Was ist noch hängen geblieben? Wissen Sie, ja, Matam, ich hau da gleich eine Runde. Weil ich das als Junge scheinbar besonders oft gebraucht habe. Ja. Das ist mir im Kopf geblieben. Hat sich denn irgendwann mal bei Ihnen auch eine Art Heimatgefühl entwickelt? Ja, jetzt in der Steiermark. Erst in der Steiermark? Ja, weil da weiß ich ja nun, dass ich auch mein Leben beenden werde dort. Und damit ist meine letzte Station. Und ich bin ja nun mittlerweile schon fast 13 Jahre dort. Das erste Mal das Gefühl von Heimat, ja. Das hatte ich nie. Also es gibt nicht das Gefühl, dass irgendwo Wurzeln sind, an die man sich vielleicht so... Vielleicht noch München, weil ich da auch 18 Jahre war. Aber nicht das Gefühl von Heimat. Was bedeutet es Ihnen heute, Österreicher zu sein? Meine Großeltern waren Österreicher. Und mein Lebensziel war eigentlich immer, Österreicher zu werden. Österreicher zu werden. Weil man da einfach zu Hause ist. Wenn man in einem Land lebt, dann glaube ich, ist es sinnvoll, auch die Staatsbürgerschaft anzunehmen, wenn man Heimat hat.
ist einer von diesen frühen Orten mit irgendeiner positiven Erinnerung aufgeladen? Naja, München natürlich. München dann. Da habe ich studiert, da habe ich promoviert. So. Da war ich an der Hochschule und da konnte ich Skifahren. Und Mecklenburg? Das war eigentlich ganz schlimm, weil wir dort großen Hunger hatten. Ich nehme nur ein Beispiel. Ich bin da ein Junge mit anderen auf die fahrenden Güterzüge aufgesprungen, um die Braunkohlen transportiert haben von den Brücken. Die fuhren damals langsam, die Züge. Und haben dann Briketts geklaut, gestohlen und haben sie gegen Lebensmittel eingetauscht. Also ich bin nach 1949 drei Monate in ein Kinderheim wegen Unterernährung, ich sag mal in Anführungszeichen, interniert worden. Was nimmt man außer der Härte noch mit fürs Leben? Auch Menschenkenntnis und solche Dinge? Ja, das ist, glaube ich, das, was ich da in dieser Zeit gelernt habe. Dass man unterscheiden kann zwischen Menschen, denen man vertrauen kann, und denjenigen, von denen man sich fernhalten muss. Und dieser Blick, der hat Sie dann auch in der Regel nicht getäuscht später im Leben? Ich würde sagen, das ist eine meiner großen Stärken, dass ich immer Menschen gut beurteilen konnte und gefunden habe, die wie in einem Unternehmen dann für eine Sache gearbeitet haben und gut waren. Wie hat der kleine Gerd gelernt, Verantwortung oder sogar Führung zu übernehmen? Also nicht nur auszuhalten, sondern auch wirklich zu sagen, ich bin es jetzt der, der die Ansagen macht. Ich würde das gern anders formulieren. Ich würde sagen, ich habe gelernt, mich selbst zu behaupten. Und wenn man das tut, übernimmt man automatisch eine, sag ich mal, Führungsfunktion. Weil für mich ist es entscheidend, dass man eine Meinung hat und zu dieser Meinung auch steht. Und sich nicht von der Umwelt, weil alle anderen haben eine andere Meinung, gleich umblasen lässt. Und diese Selbstbehauptung, das ist auch eine Folge natürlich der Kriegswirren, aber auch im Studium oder beim Militär. Das führt dann automatisch zu der Aussage, die Sie gemacht haben, dass man automatisch sie zu einer Führungsperson entwickelt. Waren Sie das schon sozusagen das Alpha-Tier in der Kindheit und Jugend? Waren Sie der Bandenführer beim Kohlenklauen? Oder? Beim Kohlenklauen war ich es, ja. Also Sie haben auch Teams gebildet? Ja, das, ich meine, ich weiß nicht, ob, ich bin ein Gegner von Team. Aha. Ein Team entscheidet nicht, ein Team diskutiert nur, ein Team sucht immer jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Ich bin eigentlich jemand, der Menschen sucht, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und da ist Team ein Widerspruch. Da hatten Sie aber dann bestimmt auch viel Widerspruch von Leuten, die glauben, das besser zu wissen, Unternehmensberater. Ja, oder? Ja, ich habe ja nie Unternehmensberater in der Firma gehabt. Bei mir gab es das nicht. Da ist doch das Team alles, das Team der Gott. Ja, ich sage ja, ich glaube, Sie brauchen Menschen um sich, die anderer Meinung sind. Weil mit Leuten, die meine Meinung haben, da bin ich mir selbst genug, die brauche ich nicht. Sie brauchen Leute um sich, die andere Meinung haben, mit denen Sie diskutieren können. Und die am Ende dann auch die Verantwortung haben, selbst zu entscheiden, auch gegen meine Entscheidung, um das klar zu sagen. Das war ein Prinzip in der Firma. Das heißt, das hat man auch bei Ihnen überlebt, wenn man anderer Meinung war? Aber selbstverständlich. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Wenn ich würde sagen, in 5% der Fälle habe ich dann gesagt, wenn ich so überzeugt war, dass es falsch ist, habe ich gesagt, nein. Aber in 95% der Fälle hat ein Manager das tun können, wovon er überzeugt war, weil er die Verantwortung auch übernehmen musste. Was war denn Ihr erstes bewusstes Bildungserlebnis? Mit 10 Jahren erst in die Schule gegangen. Das muss ich auch wieder etwas im übertragenen Sinne formulieren. Ich bin mit 10 Jahren das erste Mal in die Schule gegangen. Ich konnte eigentlich gar nicht richtig Deutsch. Und dann waren meine Eltern der Meinung, oder vielleicht auch die Schule, dass ich im 4. Klasse Volksschule, ich bin ja erst in die 3. gekommen, aufs Gymnasium gehen sollte. Und dann bin ich 2 Monate aufs Gymnasium gegangen und dann haben sie mich dort entfernt, also rausgeschmissen wegen Unfähigkeit und Dummheit. Das ist mein erstes Bildungserlebnis. Ja, ich bin ja dann auf die Volksschule zurück und
habe dann bis zur 8. Klasse Volksschule, war zuletzt dann ein guter Schüler und konnte dann aufs Realgymnasium oder Fortbildungsgymnasium gehen und habe dann in 6 Jahren Abitur gemacht, was man normalerweise mit 9 macht. Sie galten als am Anfang als schwieriger Schüler. Warum? Ja, weil ich eine Meinung habe. Und in der Schule dürfen Sie keine Meinung haben. Das heißt, Sie haben sich erlaubt, den Lehrern Widerworte zu geben? Ich habe mir erlaubt, eine eigene Meinung zu haben, ja. Was waren die direkten Folgen? Gab es damals noch Schläge auf die Tatzen? Ja, da gab es noch Schläge mit dem Rohrstock auf die Hand. Aber das ist nicht für die Lehrer nicht gut ausgegangen, weil damals gab es noch Tintenfässer mit dem Pult. Und ich habe ein Tintenfass ans Pult geschmissen. Und von dem Moment hatte ich eine Ruhe. Aha, und Sie sind nicht von der Schule geflogen? Nein. Das ist interessant. Naja, weil das Schlagen mit einem Rohrstock auf die Hand ja auch nicht zulässig war. Ist da irgendwann ein Urerlebnis, ein Damaskus-Erlebnis gewesen? Jetzt will ich es wissen, jetzt will ich es machen? Ich habe immer ein Ziel gehabt, unabhängig zu sein. Nicht von anderen abhängig zu sein, weil das hatte ich in der Kindheit, das habe ich immer wieder gespürt. Und um unabhängig zu sein, musste man Bildung haben, sage ich mal. Und das habe ich versucht zu erreichen. Wann sind Sie in die Bundeswehr gegangen, freiwillig? Wollten Sie da Führung finden oder Führung übernehmen? Also ich hatte ja Abitur und war von der Bildung angefüllt und wäre noch nicht mal eingezogen worden. Und ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt ein Jahr zur Bundeswehr, weil ich davon überzeugt war, dass man für die Freiheit auch kämpfen muss. Das heißt, in der Zeit? Damals war es ja Kalter Krieg. Ich hatte den Kommunismus erlebt, habe die Folgen gesehen, die Unterdrückung gesehen. Und ich war überzeugt, dass man für die Freiheit auch kämpfen muss. Und diese Überzeugung, deswegen bin ich zur Bundeswehr gegangen. Und habe dort in meinem Leben das erste Mal Kameradschaft gesehen, erlebt. Und das hat mich schon geprägt. Also auch Schule des Lebens und ja. Auch wieder frühes Führungsseminar. Wir haben 2-mal in der Woche Nachtmärsche gemacht, von nachmittags um 5 bis morgens um 6. 2-mal in der Woche, nicht nur einmal. Wir haben Schlauchboote getragen, wo dem Vordermann das Blut aus dem Stiefel läuft. Der hat aber nicht aufgehört, der ist weitergelaufen mit uns. Damals war das noch eine persönliche Härte, sage ich mal. Die man heute ganz selten noch erlebt. Und der Krieg, der hinter einem oder hinter einem ganzen Volk lag, hat der noch irgendwie mitgespielt? Hat man dieses Gefühl gehabt, nie wieder Krieg? Oder war das im Kalten Krieg alles aufgehoben und man dachte schon wieder, oh Gott, der Nächste steht gleich bevor? Nein, an Krieg hat man nicht gedacht. Ich habe zumindest, und ich glaube, dass die anderen das auch haben, an die Verteidigung der Freiheit gedacht. An die Abwehr einer Unterdrückung. Das hat mit Krieg eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das hat mit einem Lebensgefühl zu tun. Man wollte ja nicht in den Krieg ziehen, sondern man wollte abwehren, dass man durch einen Krieg in die Abhängigkeit kommt. Dann hatten Sie sich qualifiziert fürs Hochschulstudium, haben sich den Maschinenbau ausgesucht, München, oder kam der Maschinenbau auf Sie zu und hat Sie ausgesucht? Ja, also ich hatte 2 Überlegungen. Das eine war Medizin und das andere war Maschinenbau. Und ich habe halt ein gewisses Faible für Schrauben. Und dann habe ich das Schrauberstudium gewählt. Die Wechselbeziehungen zwischen starrem Rad, Luftreifen und nachgiebigem Boden war das Thema Ihrer Doktorarbeit. Ja. Was haben Sie da herausgefunden? Ja, das kann man schlecht sagen. Herausgefunden ist ganz nüchtern, dass bei unterschiedlichen Böden unterschiedliche Reifen notwendig sind. Aber das ist eigentlich, meine Doktorarbeit ist eigentlich gar nicht von Bedeutung. Ich habe noch parallel eine Arbeit gemacht, die viel bedeutender war. Das Fahrverhalten von allradangetriebenen Fahrzeugen im nachgiebigen Boden. Das ist in vielen Publikationen erschienen und wurde erwähnt. Das ist aber eine Parallelarbeit und die Doktorarbeit war, sag ich mal, klein. Das heißt,
Die große verpasste Chance Ihres Wissenschaftlerlebens war die Erfindung des Mondmobils. Da waren wir noch viel zu weit weg. Das war in St. Petersburg. Da wurde damals überlegt, welche Reifen man für das Mondfahrzeug verwenden soll. Über diese Frage, Spiralreifen aus Stahlbändern oder Gummireifen, hat man damals heiß diskutiert. Und bei dieser Diskussion war ich mit meinem Professor dabei. Die NASA war für Sie? Das war die NASA. Das war St. Petersburg, hatten die eine Bodenrinne. Und da haben sie diese Versuche gemacht für die Reifen des Fahrzeugs für den Mond. Also ich nehme jetzt mal das Thema Reifen mehr symbolisch, metaphorisch, immer vorwärts, niemals Stillstand. Das ist in Ihrem Leben erlaubt. Ihre Version. Rennradfahren, Motorbiking, Heliskiing, Windsurfen. Ein Tempo scheint Ihre Leidenschaft des Lebens gewesen zu sein. Das könnte man daraus lesen, das ist aber gar nicht der Fall. Es ist vielmehr das Gefühl für die Bewegung, die Sie dabei haben müssen, und für die Perfektion dieser Bewegung. Also nehmen Sie Windsurfen, ist ja nicht schnell. Was Sie beim Windsurfen haben, ist dieses Bewegungsgefühl und dieses Gefühl der Körperbeherrschung. Das haben Sie beim Motorradfahren übrigens auch im geringeren Umfang. Aber es ist schon das Gefühl für Bewegung. Ich bin ja keine Motorradrennen gefahren. Also dann haben Sie das Gefühl für Geschwindigkeit, was Sie auskosten. Und das habe ich ja nicht gemacht. Oder Rennradfahren. Und auch eine gewisse Lust am Risiko? Dann wäre ich Motorradrennen gefahren. Das, glaube ich, habe ich ja nie gemacht. Aber Sie haben einen schweren Motorradunfall vor einigen Jahren gehabt. Ja. Was ist da passiert? Ich hatte einen viel schwereren Autounfall als Beifahrer. Das ist ganz, habe ich die Wirbelsäule gebrochen. Also ich müsste eigentlich sagen, da hätte ich schon damals einen Knacks kriegen müssen. Das war wann? 1964. Sehr früh. Da war ich 26 oder was. Da ist man dann immer noch danach noch Motorrad gefahren? Damals habe ich noch nicht Motorrad gefahren, aber ich habe in späteren Jahren angefangen oder Rennrad gefahren. Wissen Sie, ich habe so viel erlebt, dass man von solchen Kleinigkeiten, lasse ich mich nicht aus der Bahn schmeißen. Ich fahre heute noch, weil ich einfach nicht akzeptieren kann, dass man das Gefühl von Angst hat. Und aus Angst, dass etwas passieren könnte, man etwas nicht mehr tut. Und wenn man die Angst hat, dann legt man sich am besten ins Bett, dann ist man in 2 Jahren tot. Die Sportarten, die Sie treiben, sind alle keine Teamsportarten. Hat das auch was damit zu tun, dass man nur mit sich selbst in Wettbewerb tritt? Ja, das ist sicher einer der, also Sie können es jetzt so auslegen, aber ich habe darüber nicht nachgedacht. Aber das hat sicher was damit zu tun. Es sind tatsächlich Sportarten, die man allein macht. Das ist richtig. Aber jetzt sind wir erst mal Student gewesen. Das war die Zeit der Studentenrevolte, Flower Power. In diesem 60er, 70er Jahre Umfeld sehe ich Sie eigentlich nicht. Das sehen Sie völlig richtig. Ich habe studiert und habe meine Arbeit gemacht. Ich habe die immer für, sagen wir mal, ein bisschen Spinner gesehen. Waren Sie politisch engagiert in irgendeiner Form? Politisch engagiert war ich allein deshalb nicht, weil mich das von meiner Arbeit abgehalten hätte. Gibt es Nobelpreise für Maschinenbau? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es ist noch keiner geworden. Es ist noch keiner geworden. Das ist eigentlich ungerecht. Das ist eigentlich ungerecht, ja. Wenn ich das, ich könnte mich zumindest nicht an einen erinnern, ja. Also man hätte nie die Chance für die Erfindung des Polysulfon-Filters den Nobelpreis zu kriegen. Es müsste eigentlich derjenige einen Nobelpreis bekommen haben, der das erste Mal eine Faser oder ein Zellophan zum Beispiel, das war das erste, angewendet hat, um Giftstoffe aus dem Körper eines Menschen zu entfernen, der Nierenversagen hat. Und das war ein Herr Kolff, 1943, glaube ich. Und der hätte eigentlich einen Nobelpreis verdient gehabt. Der ist auch mal in der Diskussion gewesen, der hat es aber nicht bekommen. Sieg und Niederlage, sind das zwei Kategorien, die in Ihrem Leben eine Rolle spielen? Sieg und Niederlage würde ich nicht unterstreichen. Ich würde sagen, Niederlage spielt eine Rolle. Was haben Sie? Nicht die Frage des Sieges. Da gibt es ja, Sie müssen ja nicht unbedingt siegen, aber Sie müssen eine Niederlage vermeiden. Gab es Niederlagen, die Sie auch als solche heftig empfunden haben?
ja, dass ich das Gymnasium verlassen musste. Gibt es da was typisch Deutsches im Umgang mit Niederlagen, auch mit persönlichen? Niederlagen haben zur Folge, dass man zwanghaft danach sucht, wer der Verantwortliche sein könnte. Aber nicht erkennt, dass man es selber ist. Weil das ist nämlich das Schwereste. Selbst zu erkennen, dass man selber daran schuld ist, ist ganz, ganz schwer. Und das Einfachste ist, Sie suchen erstmal jemanden. Hat sich das in den letzten 30, 40 Jahren geändert im Wirtschaftsleben, der Umgang mit der Suche nach den Schuldigen? Nach den? Aus meiner Sicht ja. Ja? Ist es besser geworden? Heute ist das Grundziel, Risiken zu vermeiden. Das heißt, Niederlagen zu vermeiden. Und wenn man die vermeidet, dann ist man eigentlich ziemlich sicher, dass man seinen Job für ewig und drei Tage behalten kann. Weil man halt keinen Fehler machen kann. Nur, das ist genau das Gegenteil, was ich mal formuliert hatte. Das bringt ein Unternehmen überhaupt nicht voran. Sie schöpfen keine Werte, indem sie Risiken vermeiden. Und wenn sie Risiken vermeiden, haben sie auch keine Niederlage. Das heißt, sie sind in ihrem Job und es ist wunderbar, alles geht wunderbar voran. Nur leider gibt es kein Wachstum mehr und keinen Wertzuwachs. Ich bin jemand, der Menschen nach der Fähigkeit zur Wertschöpfung beurteilt. Ich bin ein totaler Gegner der Werteverbraucher. Und danach muss ich auch, sag ich mal, das Leben irgendwo orientieren. Ist das, was ich tue, schafft das eigentlich einen Wert? Das kann sehr unterschiedlich sein. Und also auch der Müllmann schafft einen Wert, weil er die Stadt sauberer macht. Aber selbstverständlich. Das hat nichts mit Studium oder was zu tun. Es ist eine Frage der Wertschöpfung. Es gibt ja eben Leute, die von Anfang an das, Werteverbraucher sind. Also manche entwickeln sich hier erst dazu, das muss man ja auch dazu sagen. Aber um wertschöpfend zu sein und nicht Werteverbraucher, gehört eine innere Kraft dazu. Der Werteverbrauchen ist ja sehr viel einfacher, wenn man auf Kosten der anderen leben kann. Seit 60 Jahren, heißt es, geht Dr. Krick mit derselben braunen Ledertasche zur Arbeit. Stimmt das? Ja, ich weiß nicht, ob es 60 oder 58 Jahre sind. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Haben Sie sie dabei? Die habe ich dabei, ja. Können wir da mal. Ja, das kann ich Ihnen zeigen. Sehen Sie? Aha. Die ist schon etwas abgetragen und von mir repariert mit Schrauben, wie man das als Ingenieur macht. Eine Schraube rein und eine Mutter unten drunter. Darf man reinschauen oder, ja, sicher. Oder haben Sie Geheimnisse? Da habe ich keine Geheimnisse drin. So bin ich, sind da eine Zeitung drin und ein paar Papiere. Und kein Laptop, kein Smartphone? Nicht. Kein Smartphone, kein Laptop, nichts, nein. Erklären Sie mir, wie man einen doppelten DAX-Konzern kontrolliert als Aufsichtsratsvorsitzender, ohne an diesen wahnwitzigen Technologien, die heute schon jedes Kind in der Tasche hat und einen den Minderwertigkeitskomplex einjagt, teilzuhaben. Wie macht man das? Indem Sie im Vorstand Leute haben, die das Geschäft machen. Und wenn man mich erreichen will, dann hat man immer die Möglichkeit, mir einen Fax zu schicken. Ich habe das Prinzip, dass alles, was wichtig ist, man mir per Fax schicken muss. Weil das macht dem Einzelnen nämlich Arbeit. Und der wird jedes Mal überlegen, macht das Sinn, jetzt das so hinzuschreiben, dass ich ihm einen Fax schicken kann. Also nicht in CCC gesetzt? Wenn Sie, genau so ist es. Sonst schreiben Sie in Ihrem Computer und Sie können die ganze Liste von 25 Leuten, die das Gleiche kriegen. Wenn man von mir was will, muss man mir einen Fax schicken. Dann kann ich ihn anrufen und kann das mit ihm diskutieren. Wissen Sie noch, was in der berühmten Krick-Ledertasche im Jahr 1975 drin war, als Sie angetreten sind bei Fresenius? Wissen Sie, in der Ledertasche ist eigentlich immer das Gleiche drin. Wenn ich bei der Firma angetreten bin, habe ich sicher ein Butterbrot für das Mittagessen dabei gehabt, weil ich nie in die Kantine gegangen bin, sondern nur immer eine Geschnitte mit Butter bestrichen und Salz drauf esse, mittags, weil mir die Zeit zu schade ist, weil ich danach müde wäre und während des Butterbrotessens ich auch noch lesen kann. Also habe ich mit Sicherheit ein Butterbrot dabei gehabt und meistens auch eine Zeitung. Und Papiere nehme ich weder in die Firma mit noch aus der Firma nach Hause. Welche Zeitung damals? Frankfurter Allgemeine und damals die Süddeutsche, weil ich von München gekommen bin.
Sind Sie einer, der abends noch Akten mit nach Hause mitnimmt? Nein. Entweder arbeite ich in der Firma bis 10 oder von mir aus bis 1 nachts. Es ist völlig egal, aber ich nehme nichts nach Hause. Ich habe eine ganz strikte Trennung zwischen Arbeit und, sage ich jetzt mal, Bewegung und Sport und Privatleben. 1951 betritt ein Mann namens Hans Kröner die Hirschapotheke in Frankfurt. Der Rest ist Fresenius-Geschichte und der größte Teil davon auch Krieg-Geschichte. Glauben Sie an Zufälle? Nein. Überall passieren jeden Tag Zufälle. Soll ich Ihnen ein gutes Beispiel nennen? Ja. Ich habe in der Fresenius-Straße gewohnt in München. Ach. Wenn Sie das als Zufall bezeichnen wollen, und bin zu Fresenius gegangen. Das ist Vorsehung. Ich habe bei einer Firma Stiefenhofer gearbeitet und Herr Stiefenhofer war Aufsichtsratschef der Firma. Er hat aber mit den beiden Herren, also mit Fresenius und Herrn Stiefenhofer, nie was zu tun. Dr. Stiefenhofer natürlich. Also, Herr Kröner ist von einem Schicksal, von einer Vorsehung vom lieben Gott gelenkt, in die Hirschapotheke gegangen. Ja, der ist in der Zeit entlang gegangen, hat ein Medikament gebraucht. Und dann ist er da in die Hirschapotheke gegangen und hat die Frau Kröner kennengelernt. Und wie das halt immer so im Leben geht. Das war die Apothekerin. Da war Frau Kröner überzeugt, dass das ein vernünftiger Manager ist. Und dann hat Herr Kröner für sie gemanagt. Erst hat er seinen Job noch in München behalten, bis er dann sich entschieden hat, nach Bad Homburg zu gehen und es vollamtlich zu machen. Und er hat im Prinzip in diesen schwierigen Anfangsjahren die Firma, ich sag mal, von einer Apotheke zu einer Firma gemacht. Gab es Zufälle, die Ihrem Berufsleben eine besondere Wendung gegeben haben? Also wenn Sie jetzt da zum Beispiel überlegen, ist es ein Zufall, dass ich Herrn Kröner kennengelernt habe? Das war ganz einfach. Ich bin auf einer Messe gewesen, war bei einer Firma, habe die Messe besucht, bin für die verschiedenen Stände gegangen und irgendjemand kannte die Firma Fresenius, der wir übrigens an Autoklaven geliefert hatten, also bei der Firma, wo ich früher war, für Ampullensterilisation. Und der sagte, geh doch mal, wenn du Herrn Kröner mal kennenlernen willst, dann geh doch mal hin. Und dann bin ich zum Herrn Kröner hingegangen, habe mit ihm so wie mit Ihnen geredet, am Stand. Hat er mir erklärt, dass er die Astronautennahrung macht mit dem Pulver, die man da zum Anrühren muss. Und so habe ich Herrn Kröner kennengelernt. Dann war der scheinbar von mir angetan. Dann hat er mich angerufen und hat so ein Bewerbungsgespräch gebeten. Und dann bin ich nach Bad Homburg gefahren und hatte das Bewerbungsgespräch mit ihm und seiner Frau und noch jemanden. Ein halbes Jahr später ist er nach München gekommen, um mich zu besuchen und hat mir aus seinem Leben erzählt, dass er sehr stark von seiner Mutter abhängt und also sehr emotionales Gespräch geführt. Und dann habe ich ja gesagt. Dann. So bin ich zu ihm gekommen. Können Sie das als Zufall bezeichnen? Nein. Nein. Welche Vision von Ihren Wirkungsmöglichkeiten bei Fresenius hatten Sie denn 1975 als Geschäftsführer für Forschung, Entwicklung, Produktion und Technik? Vier Felder. Die besten Produkte zu produzieren, die man machen kann. Also die besten Produkte zu haben überhaupt. Und das ist völlig klar. Wir hatten ja schon damals Dialyseprodukte, aber Handelsware. Und ich habe damals begonnen, ein Dialysegerät mit völlig neuen Eigenschaften, wenn ich sage, zu entwickeln. Ich habe einen Auftrag gegeben, das zu entwickeln. Und das Gleiche bei den Dialysatoren, dass wir Dialysatoren selber machen. Und es war klar, dass man als Händler in einem solchen Bereich nicht langfristig existieren kann. Weil verkaufen Sie viel, kriegen Sie den Vertrieb weggenommen. Verkaufen Sie nichts, kriegen Sie ihn auch weggenommen. Also blieb da nur die Möglichkeit, etwas selber zu machen. Und das Erste, was wir selber gemacht haben, waren die Entwicklung von Kupferfaserdialysatoren. Von Fasern, die wir bei Enker Glanzstoff gekauft haben und im Prinzip verpackt haben, also in ein Gehäuse getan haben. Die wirkliche Dialyse aber erfolgt ja an der Membran, nicht in der Verpackung. Und dann war jetzt die Frage, wir müssen eine eigene Dialysefaser machen. Sonst haben wir in dem Bereich keine Chance, weil alle anderen kaufen auch von Enker. Und das sage ich, meine Fähigkeit ist ja nicht die Erfindung selber. Meine Fähigkeit ist zu beurteilen, ob Menschen gut sind und zu beurteilen, ob bestimmte Techniken gut sind. Also das Gefühl für das Machbare. Dann habe ich rumgeschaut, wo gibt es denn sonst noch was? Und dann bin ich auf das Berghoff-Institut in Stuttgart gekommen. Das gehörte zu der Bosch-Stiftung.
Und die haben im kleinen Umfang im Prinzip mit einem Wassereimer und so einer einfachen Düse so Nudeln gemacht. Also wie Spaghetti, solche großen Dinger, aus Polysulfon für einen Arzt in Stuttgart. Und da habe ich gesagt, ja, Jungs, ich möchte gern von euch das Know-how kaufen, die Lizenz kaufen, Know-how kaufen. Ja, das Schwierigkeiten und, aber sie haben es mir für 150.000 Mark verkauft. Ein guter Deal heute. Sehen Sie? Und dann hatte ich also, habe ich eine Düse mitgenommen, so einen Eisenklotz und einen Wassereimer und ein Rezept, wie man das zusammenmischt. Und mit diesem Wassereimer und dem, mit der Düse bin ich zu einem der hochqualifizierten Manager von uns gegangen, habe gesagt, pass auf, wir haben hier eine Möglichkeit, das Polysulfon zu spinnen, mach was. Den Namen kann ich ruhig nennen, das war ein Herr Heilmann. Der hat dann angefangen, wirklich um dieses Know-how herum eine Faserspinnanlage zu machen, wo dann Faser gesponnen wurden, die etwas dicker waren am Anfang als das Haar mit einem Loch innen drin, wo er die Düsen selber gebohrt hat und wo er dann am Ende eine Maschine von mir verlangt hat, die so groß war, dass ich gesagt habe, Mensch, Heilmann, wenn das nicht funktioniert, wie kriegen wir denn die heimlich wieder raus aus der Firma? Es gab damals das Wort Controller überhaupt schon. Ja, wenn wir das gehabt hätten, dann würde das alles gar nicht entstanden sein, muss man ja klar sagen. Wie haben Sie es gemacht? Ich habe die Einzelteile so gekauft, dass sie immer unter meinem von mir möglichen Unterschrift unter das Budget waren. Also ich habe die große Anlage geviertelt. Das heißt, die in der Buchhaltung wussten gar nicht, an welchem großen Rad... Das haben sie erst danach addieren können. Auch das hat sich geändert in den letzten 50 Jahren. Ja. Dass, man, ja. Jetzt ist das Controlling das alles Beherrschende und keiner traut sich mehr was. Das ist genau das, was ich sage. Die Wachstumsgeschwindigkeit in Deutschland wird enorm zurückgehen. Weil man nur noch in Risiko und nicht mehr in Chancen denkt. Es gibt in den Firmen an der Spitze immer nur noch Risikomanager. Und die den Aktionären gegenüber immer zeigen müssen, dass sie kein Risiko eingegangen sind. Die ihren Mitarbeitern gegenüber zeigen müssen, der Gewerkschaft gegenüber zeigen, dass sie kein Risiko eingegangen sind. Weil nämlich Risiko eingehen heißt ja möglicherweise auch Arbeitsplatzverlust. Nur bei den Banken gibt es die nicht offenbar. Oder gab es die nicht? Die Zeit heute denkt in Quartalen. Und wenn Sie von der Ingenieurseite kommen, denken Sie automatisch langfristig. Für viele dieser technischen Probleme brauchen Sie 5 Jahre und mehr. Mhm. Und deswegen finden Sie so viele Betriebswirtschaftler an der Spitze. Weil über Zahlen können Sie im Quartal was sagen, über technische Entwicklungen in 3 Jahren. Und deswegen ist es auch schwer für einen Ingenieur in eine solche Position zu kommen, weil er für das, was er gerne machen möchte, 3 oder 5 Jahre braucht. Ein überlegenes Produkt zu entwickeln, sind 3 bis 5 Jahre. Da können Sie machen, was Sie wollen. Aber die Zahlen addieren, das mache ich an einem Nachmittag. Was ist die Kriegsche Duschtheorie? Wenn der Außendienstmitarbeiter morgens aufsteht und unter die Dusche geht, dann muss er sich nur ein Ziel vornehmen. Das Krankenhaus XY, das kauft von mir jetzt 50.000 Dialysatoren. Wenn er sich 10 Ziele vornimmt, dann kann er Bereichsleiter werden. Und wenn er 100 Ziele beherrschen kann, dann kann er auch Vorstand werden. Wie darf man sich denn die Eroberung Amerikas durch den Fresenius-Außendienstlerkrieg vorstellen? Wie ging das denn los? Haben Sie ja nicht einen Fax rübergeschickt und gesagt, wir haben da ein interessantes Gerät, Bestellungen bitte hier unten zurückfaxen? Ganz weit weg ist es von der Wahrheit ja gar nicht. Zu mir nach damals Deutschland sind 2 Amerikaner gekommen. Ein Ben Lips und ein Mr. Fällt mir gleich der Name noch ein. Der Ben Lips war Mitarbeiter von ihm, hatte eine Garagenfirma in den USA. Er hatte 3 Millionen Umsatz. Sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollten gern die Vertriebsrechte für das Dialysegerät, was wir haben, für USA bekommen. Und dann habe ich mit denen diskutiert und habe gesagt, das ist ein Blödsinn, ich gebe euch nicht die Vertriebsrechte, ich kaufe eure Firma. Und wir machen das selber. Und damit haben wir die Firma für 1 Million Dollar gekauft. Und dabei war ein Dr. Lips. Und dem habe ich gesagt, pass auf, wir haben ja ein überlegenes Dialysegerät mit kontrollierter Ultrafiltration. Und einen Highflux-Dialysator, der hochpermeabel ist, den man mit normalen Geräten nicht betreiben kann. Da braucht man ein Gerät, wie wir es haben.
Und dann hat er gesagt, das können wir in den USA sowieso nicht verkaufen. Wir müssen ein ganz normales, druckgesteuertes Dialysegerät machen. Und da baut er mal 150 und von den anderen vielleicht zwei. Und dann versuche ich mal. Dann habe ich gesagt, Ben, das machen wir so nicht. Jetzt fahren wir rüber und verkaufen unser Gerät kontrollierter Ultrafiltration an amerikanische Doktoren. Und dann bin ich mit dem Lips darüber geflogen. Und dann hat er gesagt, na dann fahren wir mal zu einer der großen Dialysestationen. Die hatten damals 25 Geräte. Eine große Dialysestation damals. Das waren The Antons. Das waren zwei jüdische Brüder, die ihre Eltern im Holocaust verloren hatten. Und ich als Deutscher. Super Ausgangspunkt. Dahin, ja, dahin. Und wir haben 25 Dialysegeräte verkauft. Gratulation. Und von dem Moment an bin ich mit ihm noch zu mehreren anderen Dialysestationen gegangen. Wir haben jedenfalls in diesem ersten Jahr, glaube ich, 150 Dialysegeräte verkauft. Und so ist im Prinzip die USA entstanden. Von 3 Millionen Dollar dann auf das, was wir heute haben. Dr. Gerd Krick, der Vorstandsvorsitzende von Fresenius, war der Meinung, wir kaufen jetzt nicht für 1 Million Dollar eine Firma in den USA, sondern wir kaufen eine für 3,3 Milliarden. Das ist ein gewaltiger Sprung, auch ein Zeitsprung. Was für eine Vision hat Sie da gepackt? Und man muss ja eigentlich aus der damaligen Zeit heraus auch sagen, was für ein Wahnsinn war das damals? Ja, das haben die anderen geglaubt, aber die Vision ist ja eigentlich eine andere. Denn damals hat es ungefähr 30 Dialysefirmen gegeben und heute gibt es noch zwei. Und wir sind mit großem Abstand die größte. Und wir sind das eigentlich nur, weil wir technologisch überlegene Produkte haben. Es gibt schlicht und einfach keine besseren Produkte für die Dialyse als unsere. Ist so. Es gibt noch vielleicht Teile, wo andere gleich gut sind, aber es gibt mit Sicherheit keine besseren. Das heißt, wir sind in diese Größenordnung durch Technologie gekommen. Und wenn Sie bessere Produkte haben, verkaufen Sie die auch. Da müssen Sie schon ganz blöde Außendienstler haben, die nicht schaffen, ein besseres Produkt zu verkaufen. Und dann decken Sie mit Ihren besseren Produkten irgendwann den gesamten Dialysebereich ab. Und dann müssen Sie fragen, ja, und wo soll denn das Weiterwachstum hingehen? Und das ist völlig klar, dann müssen Sie in die Dienstleistung gehen. So wie wir heute. Weil auch die Margen besser da sind. Im Krankenhaus Dienstleistung sind. Wir führen ja durch heute die Krankenhäuser auch. Da habe ich 1992 schon die erste Firma gekauft, weil ich schon die Vision hatte, wir gehen auch ins Krankenhaus. War klar, wir machen auch Dialysebehandlung. Und dann hatten wir schon in Europa kleinere Dialysestationen, die uns gehört haben. Und dann kam diese großartige Chance in den USA, dass Grace gesagt hat, wir verkaufen den Dialysebehandlungsbereich. Und dann haben wir gesagt, wir kaufen. Und dann waren wir in Konkurrenz zu Baxter. Und dann haben wir, der Herr Krick und der Herr Lips, es klingt so blöd, aber es ist so, haben dann vor den Aktionären von Grace gestanden in einem Kino und haben denen erklärt, was für tolle Kerle wir sind und für tolle Produkte wir haben. Hatten Sie auch das Vertrauen der Banken, der Aufsichtsräte? Das kam der Aufsichtsräte. Ja, die hatten, ich sage mal, beschränkte Alternativen. Hering frisst. Entweder akzeptiert man Wachstum oder man akzeptiert es nicht. Aber das war doch Hering frisst Hai, hat, glaube ich, das Handelsblatt geschrieben. Ja, das hat die Wirtschaftswoche geschrieben. Wie hat der Hering das geschafft, den Hai jetzt zu schlucken? Indem er voll auf das amerikanische Management vertraut hat. Das geht nicht anders. Natürlich nehmen sie Einfluss auf. Ich sage ja, natürlich habe ich Einfluss genommen auf die Entscheidung, wer macht was in USA von den amerikanischen Managern. Da gab es natürlich drei für eine Position. Da müssen dann sagen, der soll das machen. Klar, aber es müssen Amerikaner sein und keine Deutschen. Und hat da auch der ein oder andere Banker in Deutschland gezittert vor diesem Deal? Ja, die haben immer noch gedacht, wenn das schief geht, dann können sie die Dialyse ja verkaufen. Okay. Und diesen Vorschlag hat man Herrn Kröner ja auch gemacht, also mal die Dialyse zu verkaufen. Haben Sie sich überlegt, was mache ich, wenn das schief geht? Nein. Also entweder sind Sie überzeugt, dann machen Sie es. Aber Sie können nicht jeden Tag mit sich herumlaufen, im Hinterkopf zu haben, was mache ich denn, wenn es schief geht? Sie müssen einmal die Entscheidung treffen, ich mache das. Und dann müssen Sie dazu stehen und müssen dazu kämpfen. Da können Sie nicht immer nachdenken, was mache ich denn eigentlich, wenn das daneben geht. Sie müssen wissen, okay, wenn es daneben geht, sind Sie Ihren Job los, fertig. Wann tauchte vor Ihrem visionären Auge das Krankenhaus als Akquisitionsobjekt, als potenzielles auf?
das war, glaube ich, 1992, habe ich von Siemens eine Krankenhausgesellschaft, Hospitalia, gekauft. Die Hospitalia hat Krankenhäuser gebaut und technisch betrieben, zum Beispiel auch in Saudi-Arabien. Nachdem sie dort so viel Geld verloren haben, das war Siemens und Philips, haben sie die Hospitalia verkauft. Der Kassenbestand war größer als der Kaufpreis, die Probleme aber auch. Und dann haben wir die Hospitalia gekauft. Dann war klar, wir müssen das auf eine größere Basis stellen. Dann haben wir die Vamed gekauft, hier in Wien. Und mir war immer klar, dass es in Deutschland drei große Krankenhausbetreiber gibt. Das war Asklepios, das war Fermerön und das war Helios. Und alle drei Firmen wurden von Einzelunternehmern geführt. Und wie es im Leben immer so ist, dann passiert es sehr häufig, dass ein Einzelunternehmer entscheidet, sich andere Ziele zu setzen. Und dann habe ich mit Herrn Helmich verhandelt. Was einfacher war als mit den Amerikanern? Weil auch einer vom selben Schrot und Korn, auch ein Gründer. Herr Helmich ist eine ganz großartige Persönlichkeit. Und wir haben auch eine Vertrauensbasis gehabt, das ist keine Frage. Der war überzeugt davon, dass wir, wenn das dazu kommen würde, wir seine Kette in seinem Sinne weiterführen können. Wir hatten damals nicht das große Geld und er war noch nicht bereit, eine solche Ehe mit uns einzugehen. Und dann habe ich die Wittgensteiner Kliniken gekauft, um mal zu lernen, wie funktioniert denn eigentlich der Betrieb eines Krankenhauses. Wir hatten gelernt, wie man es baut, wir hatten gelernt, wie man es technisch betreut, wie man es ausrüstet, wie man alles macht, aber wie man ein Krankenhaus betreibt mit den gesamten medizinischen Leistungen, haben wir ja nicht gewusst. Also das war die Wittgensteiner Kliniken. Und mein Nachfolger, Herr Dr. Ulf-Marc Schneider, dem ist es dann gelungen, diese Vereinbarung, die ich damals 5 Jahre früher mit Herrn Helmich schließen wollte, zu schließen. Und die Wittgensteiner, hat sich das gelohnt? Hat das war immer ein Verlustgeschäft, aber das war für mich von Anfang an klar, dass wir damit kein Geld verdienen können. Mhm. Wissen Sie mal, das Geld, was wir ausgegeben haben, war reines Lerngeld. Wir wollten lernen. Und Sie müssen manchmal Geld ausgeben, damit Sie was lernen. Wenn Sie das immer nur so gemacht kriegen, ist das was völlig anderes. Also mir war klar, dass wir kein Geld verdienen können. Aber wir waren so null auf null, haben ein bisschen was verloren. Aber wir haben mindestens gelernt, wie das geht. Und auf dieser Basis war dann auch es leichter, diese Entscheidung zu treffen. Wir versuchen, eine große Kette zu erwerben. Wie kann man denn trotz Controlling, Risk Management, Compliance Officer und diesen ganzen Sums, der heute notwendig ist, um ein Unternehmen zu führen, überhaupt noch Entscheidungen treffen, die aus Kopf und aus dem Bauch kommen? Hilft da die Merkel'sche Frauenquote? Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Erstens enteignet es die Aktionäre. Und diese Quote steht ja nicht für die Folgen dieser Quote ein. Es wird mit der Quote etwas bestimmt und für die Folgen steht dann am Ende keiner ein. Das ist so das gleiche Problem, was wir ja diskutieren mit den Vorstandsgehältern. Der Aufsichtsrat muss einen Vorstand einstellen, auswählen und anständig bezahlen und die Bezahlung festlegen. Und ein anderer entscheidet dann, wie viel Geld der kriegt. Dann muss ich sagen, also wenn das so ist, dass ein anderer darüber entscheidet, wie viel Geld der neue Vorstand kann, dann muss er den auch auswählen. Und dann weiß jeder, dass es gar nicht funktionieren kann. Und ich bin ein Gegner von genau diesen Vorschriften, die gemacht werden, aber für die Folgen haftet dann am Ende keiner. Sie selbst haben mal erzählt, dass Fresenius sogar bei Analysten nahezu unbekannt war, als sich der Umsatz längst im Milliardenbereich bewegte. Wie kommt das? Ist dieses Understatement Taktik, Strategie oder eine Marotte der Gründer? Ich glaube, das ist der Anfang ist sicher auch von Herrn Gröner mitgesetzt worden. Aber ich habe die gleiche Einstellung. In der Öffentlichkeit groß zu erscheinen, hat ja keine wirtschaftlichen Vorteile und schafft nicht unbedingt Mehrwert. Es kostet Zeit und erhöht das Risiko der negativen Presse. Und Sie müssen sich immer fragen, bei wem wollen wir denn der Öffentlichkeit stehen? Unsere Kunden sind die Patienten.
Und denen wollen wir nur erklären, dass sie in unseren Krankenhäusern oder mit unseren Produkten die beste medizinische Versorgung bekommen. Dazu brauchen wir nicht in die Öffentlichkeit gehen. Und die Banken selber, die lernen sehr schnell, ein Unternehmen gut zu beurteilen, wenn sie ihr Geld bekommen, was sie investiert haben. Und wir brauchen die Öffentlichkeit schlicht und einfach nicht. Ist Fresenius noch heute der Weltkonzern mit den wenigsten Chauffeuren auf der Gehaltsliste? Davon bin ich eigentlich überzeugt. Das war ja mein Grundprinzip. Unternehmen, ob sie wirtschaftlich gut sind, können Sie immer daran sehen, wie viele Chauffeure Sie im Verhältnis zum Vorstand haben. Und das war einer? Bei uns ist einer. Einer. Also ich bin fast immer selber gefahren. Das Manager-Magazin hat Sie in seine Business Hall of Fame aufgenommen. Eine der seltenen Ehrungen, wenn ich da richtig informiert bin, die Sie überhaupt über sich haben ergehen lassen. Mit welchem dieser drei verstorbenen Hall of Fame-Legenden hätten Sie gerne mal eine Motorradtour unternommen? Mit Karl Schiller, mit Ludwig Erhard oder mit Axel Springer? Wenn er hätte Motorrad führen können mit dem Herrn Erhard. Ich sag mal, ist eigentlich derjenige, der, wenn ich es übertragen sage, die Schaffung von Mehrwert, von Wertschöpfung durch eigenständige Menschen gesehen hat und nicht die Handlungen eingeschränkt sehen wollte durch Vorschriften, die andere machen. Als Sie 2003 vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat wechselten und Dr. Schneider Ihr Nachfolger wurde, hatten Sie da eine ungefähre Vorstellung davon, wie das Unternehmen heute dastehen würde? Ja, weil mit den Möglichkeiten, die wir haben, und wenn wir heute nicht so dastehen würden, wie wir dastehen, dann hätte Herr Dr. Schneider einen schlechten Job gemacht. Und er hat einen hervorragenden gemacht. Im Englischen heißt to look back nicht nur zurückschauen, sondern bedauern. Wenn Sie zurückschauen, Herr Dr. Krieg, wie viel Bedauern ist in Ihrem Blick? Gar keins. Im Gegenteil. Freude. Und wenn Sie nach vorne schauen, was macht Ihnen am meisten Freude? Das klingt vielleicht etwas komisch. Am meisten freue ich mich, dass mein Nachfolger so fantastisch gut ist. Weil damit habe ich keine Sorgen, sehe, dass das Unternehmen wächst und freue mich jeden Tag, dass der so eine gute Arbeit macht. Sie konnten auch, nachdem Sie nicht mehr Vorstandsvorsitzender von Fresenius waren, die Wertschöpfung nicht sein lassen. Das heißt, Sie schöpfen jetzt Werte in Ihrem Weinberg in der Steiermark. Cabernet Sauvignon, Merlot, Weißburgunder, stimmt das? Ja, stimmt. Und ein Sauvignon jetzt. Sie haben also Ihr Leben lang das Blut schwerkranker Menschen gereinigt. Privat kämpfen Sie jetzt mit aller Leidenschaft des Winzers gegen, was gibt's da für Krankheiten? Mehltau, Chlorose, Rohfäule, ja. Virusbefall, Fadenwürmer, Reisigkrankheiten. Das ist ja ein großes Feld. Das Wort Leidenschaft ist ja ist völlig verkehrt. Also Sie haben keinen wissenschaftlichen Ehrgeiz da? Beim Wein ist es ganz schwer, das Wort Wissenschaft zu gebrauchen. Wein machen ist Kunst. Mhm. Da gibt es ein paar Grundregeln und da wird natürlich auch wissenschaftlich geforscht. Aber zwischen Wissenschaft für einen guten Wein, das würde ich komplett verneinen. Ich würde sagen, das ist die Kunst des Weinmachers. Welcher Wein passt denn am besten zum Genuss eines erfolgreichen Lebens? Jeder. Jeder? Ja.